Anfang August war es endlich wieder soweit. Ich fuhr um die 900 Kilometer von Deutschland Richtung Österreich, um in den Alpen wandern zu gehen. Diesmal sollte es auf die Berge knapp unter 3000 Meter und damit oberhalb der Baumgrenze gehen. Ich hatte ein Zeitfenster von knapp 14 Tagen. Für diese Zeit hatte ich keine Unterkunft, das Auto und die Natur sollten mein Zuhause sein. 14 Tage, eine schier unendliche Zeit, die vor mir lag. Frei von Verpflichtungen, Alltagssorgen und Zeitdruck. Es ist jedes Mal eine unglaubliche Vorfreude auf diese Zeit, wenn auch, wie in diesem Jahr, nicht immer alles glatt läuft, Dinge unvorhersehbar und schlecht im Vorfeld kalkulierbar sind. Diese Mischung aber aus riesiger Vorfreude, unterschwellig spürbarer Anspannung und das Verlassen gewohnter Pfade macht das Vorhaben zu einem aufregenden Abenteuer für mich. Am Ende war ich insgesamt 12 Tage mit An- und Abfahrt unterwegs. 8 Tage davon war ich mit Wandern beschäftigt, beziehungsweise mit dem Plan zu wandern. Aber seht selbst. Trotz der Hindernisse, Missgeschicke und Anstrengungen, oder vielleicht gerade dadurch, war diese Reise wieder etwas ganz Besonderes für mich. Auf einem Berg zu stehen und in die Weite zu blicken, für Tage ohne den üblichen Geräuschpegel der Zivilisation zu sein, beglückt und beseelt mich ungemein. So, guten Morgen. Die erste Nacht in den Bergen habe ich hinter mir, aber wie ihr seht, ist es arschkalt. Ich erspare euch die Odyssee meiner Anreise. Nur so viel, ich bin um 3 Uhr nachts zu Hause losgefahren und bin gestern um 19.30 Uhr hier angekommen. Seit Sonnenaufgang regnet es. Und ich muss schon wieder hingehen. Oh Mann. Also, ich glaube, ich war... mich mal kurz Kopf rechnen. Ich kann nämlich auch nicht mehr denken. Ich bin so urlaubsreif. Über 16 Stunden war ich unterwegs. Es war der Horror. Es war der absolute Horror hier in Österreich. Na egal. Jedenfalls bin ich so spät hier angekommen. Bin jetzt am Ausgangsort meiner ersten Wanderroute, die so vielleicht 2, 3, 4 Tage dauern soll, wenn ich aus dem Dachfenster hier gucke. Aber dann sehe ich da oben schon die Berge. Aber, also ich sehe noch nicht, wie ich hier, wann und wie ich hier loswandern soll. Wenn ich in meine Wetter-App gucke, ist hier Regen angesagt für alle Tage, die kommen. Also es kann wirklich durchaus möglich sein, dass da oben Schnee fällt. Ja, ich muss mal gucken. Ihr werdet es ja sehen, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Ich habe mal kurz eine Regenpause genutzt, um mir was zu essen zu machen und einen Kaffee. Aber wahrscheinlich fängt es gleich wieder an zu regnen. Ja, ich bin echt ein bisschen überfragt im Moment, was ich mache. Ich bin ein bisschen blockiert irgendwie. Ich habe zwar alles bei, um mich vor Regen zu schützen, aber dennoch ist es im Kopf eine Sperre, zu sagen, okay, ich sehe in der Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage 100% Regen und laufe jetzt trotzdem los. Es ist auch wirklich richtig kalt, ne? Und wir haben August. Ja, also gibt noch nichts Neues. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie es weitergeht.
Oh, ich sehe sogar da oben ein bisschen blauen Himmel. Und ich wäre jetzt schon so gerne da oben irgendwo auf dem Berg. So, erstmal Frühstück. So, ihr Lieben. Es ist schon 14 Uhr mittlerweile. Ich bin immer noch nicht losgelaufen. Ich hoffe, man hört mich wegen dem reißenden Bach. Ja, ich sehe fertig aus und ich bin auch fertig. Ich erhole mich überhaupt nicht mehr von dieser Fahrt. Bin jetzt eingeschlafen im Auto, habe 3 Stunden nochmal geschlafen. Bin davon wach geworden, dass es so warm ist im Auto, weil die Sonne halt rausgekommen ist. Und jetzt ist es aber auch zu spät, um wirklich noch loszulaufen. Aber es ist richtig schön gerade. Aber ich bin richtig kraftlos. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich meinen Rucksack auf den Rücken packen soll. Der Plan ist jetzt eigentlich, hier noch die Nacht zu verbringen, also noch eine Nacht, und dann morgen früh loszulaufen. Kann natürlich sein, dass es morgen früh wieder regnet. Und ja, ich muss meinen Kopf ein bisschen darauf einstellen, dass ich eben auch bei Regen loslaufe, weil so wird es wahrscheinlich kommen. Aber jetzt ist es gerade so schön hier und ich muss mir ein bisschen die Beine vertreten. So. Es ist jetzt 17.30 Uhr, bin jetzt hier so ein bisschen am Wald, ist wunderschön. Es nieselt gerade wieder ein bisschen. Ich werde also die Nacht noch hier im Auto verbringen und hoffentlich morgen loslaufen. So, ihr Lieben, bin immer noch nicht losgewandert. Das Wetter ist gerade mal ein bisschen besser. Es regnet gerade mal nicht. Heute Morgen wollte ich dann nur eigentlich loswandern. Aber es regnete immer noch in Strömen. Ich bin auch jetzt auf einem anderen Parkplatz. Kann euch ja mal drehen, so ein bisschen. Ja, und hier stehe ich jetzt mit meinem Auto. Und es ist schon nach 16 Uhr. Ja, ich werde hier also wieder die Nacht verbringen. Und wenn mein Mindset stimmt morgen früh, dann breche ich morgen früh auf zu der Wanderung. Ich hoffe, morgen früh ist es endlich soweit. Also morgen wäre Dienstag. Und um überhaupt hier eine schöne Runde noch auf die Beine zu stellen, muss ich einfach loslaufen. Sonst läuft mir die Zeit davon. Guck mal, das habe ich entdeckt hier bei der Rast an meinem Schlafplatz. Ich fuhr dann am Morgen des dritten Tages zurück zu meinem eigentlichen Startpunkt für diese Tour. Es war mit nur 4 Grad richtig kalt an diesem Morgen, aber die Sonne und der blaue Himmel versprachen Gutes für den Tag. In mir erwachte allmählich das Wanderfieber, welches ich die letzten Tage etwas vermisst hatte. Startpunkt für die Tour ist der Wanderparkplatz hinter Görriach auf 1400 Meter, wo ich bereits die ersten beiden Nächte im Auto verbracht hatte. Die letzten 6 bis 7 Kilometer fährt man auf einer einspurigen, einfachen Straße bzw. einem einspurig geschotterten Weg mitten durchs Kuhweidegebiet.
Übrigens fährt auch zweimal am Tag eine Art Shuttlebus hier herauf und es gibt sogar ein Bushaltestellenschild mit An- und Abfahrten. Sehr früh hier oben angekommen, startete ich sofort meine Tour bei zwar immer noch kühlem, aber richtig schön sonnigem Wetter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera, aber da oben liegt Schnee. So, ich weiß nicht, was auf dieser Tour los ist. Jetzt ist mein Wasserfilter auch noch im Eimer. Den habe ich dreimal benutzt. Das ist... Also nicht, dass das Wasser hier dreckig wäre. Oh, ich bin ein bisschen außer Puste. Von dort unten bin ich gekommen. So eine kurze Pause. Ja, mein GPS hat sich jetzt auch verabschiedet. Also diese Tour ist wirklich... Aber es ist ganz schön hier. Und jetzt sind erstmal die ersten Wanderer, glaube ich, durch. Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Hier ist nämlich ganz schön was los. Ja, da hoch geht's noch. Ja, ganz schön anstrengend, aber endlich Sonne, endlich Sonne. So, noch mal eine kleine Pause, oder mal wieder. Ist so schön, dass endlich die Sonne scheint. Ja, ich bin jetzt ungefähr auf 1700 Höhenmeter und also mindestens auf 2000 muss es noch gehen heute. Ich habe ja ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken. Okay, 12:30. Ach, bin ich froh, dass ich endlich draußen bin. Und dass das Wetter mitspielt. Bis jetzt. Ich glaube, es wird wieder schlechter. Aber dann bin ich erstmal unterwegs. So, da hinten geht der andere Weg lang, den ich dachte, dass ich den nehmen muss. Aber der führt zu der Hütte, falls man sie sieht. Ich bin die Einzige, die hier lang geht. Und mir schwant schon Schlimmes. Es geht nämlich zu den schneebedeckten Gipfeln. Das ist die Golling-Scharte. Unten stand dran 1¼ Stunden. Also wahrscheinlich super steil, man sieht es ja eigentlich schon greifbar nah. Aber es ist ein schönes Gefühl, dass endlich mal nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind. Mal gucken, vielleicht rächt sich da noch. Oh, das ist so herrlich hier. Ich muss euch nochmal rumdrehen. Es ist einfach so schön.
vor, wie auf dem Mount Everest. Alle 10 Schritte stehen bleiben. Also wir dürften jetzt auch mittlerweile schon auf 2000 Höhenmeter sein, denke ich mal. Aber wir haben alle zu kämpfen. Alle bleiben stehen. Wahrscheinlich macht man sich kein Bild davon, wie steil das ist, wenn man nur das Video sieht. Wahnsinn. Ich bin ganz stolz auf mich. Halleluja. Endlich mal wieder ein Tag, wo ich weiß, was ich gemacht habe. Oh. Hier kämpft jeder mit sich. Wenn man nach vorne guckt oder nach hinten, gibt es lauter einzelne Menschen, so wie ich, die alle paar Meter stehen bleiben, sich umgucken und dann doch wieder den nächsten Schritt machen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Kann man das sehen? Riesige Felsklumpen. Oh mein Gott. Ich bin schon ganz schön fertig. Da ist überall noch Schnee. Zwischen den Steinen. Ja. Geht aber. Was mache ich hier? Ich weiß nicht, wer es von euch kennt, wer sowas schon mal gemacht hat. Ohne jetzt nochmal auf die Uhr geguckt zu haben, es ist glaube ich 15 Uhr. Meine Energiereserven sind aufgebraucht. Ich muss was essen eigentlich. Ich muss hier aber auch noch hoch, weil hier gibt es auf dieser Seite auf keinen Fall eine Schlafmöglichkeit. Dann muss ich hier noch hoch. Und ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und es ist wahrscheinlich zu spät, um umzukehren, was die allerletzte Option wäre. So, ich bin jetzt hier oben auf der Gullingscharte und ist jetzt schon 16 Uhr durch. Also es ist ein wunderschöner Blick hier in alle Richtungen. Echt toll. Aber ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich wieder runtergehe zum Auto oder was ich mache. Zur nächsten Hütte hier auf der anderen Seite geht es hier über das Schotterfeld. ja, und nachdem ich jetzt schon 3 Nächte im Auto geschlafen habe, habe ich mich tierisch darauf gefreut, endlich im Zelt mal eine Nacht zu schlafen. Aber es ist weit und breit kein Platz fürs Zelt da, außer hier. Ja, aber ganz ehrlich, das wäre schon irgendwie sehr verrückt, hier das Zelt aufzuschlagen auf der Scharte. Außerdem soll das Wetter wieder schlechter werden. Ach, es ist schwierig.
Ich würde euch so gerne was anderes sagen, weil ich würde auch gerne hier meine Tour fortsetzen, aber ich glaube, ich drehe wieder um. Vernünftiger wäre es wahrscheinlich. Aber dann habe ich keinen Plan, wie es weitergeht. Ja, neben all den anderen Missgeschicken ist es halt schade, wenn das jetzt auch noch so endet, dass ich meine geplante Tour nicht machen kann. Mit zwei Leute hier wirklich auf den Gipfel oben rauf. Da ist überall Schnee, frischer Schnee. Aber wie ich so mitbekommen habe, sind das Kletterer, also die werden da kein Problem mit haben. So, also wenn ich hier übernachten wollen würde, müsste ich eh noch abwarten, bis die weg sind. Und ja, muss mich jetzt entscheiden. So, also geht wieder bergab. Ich habe mich entschieden, abzusteigen. Das ist einfach vernünftiger, glaube ich. Das Wetter soll wieder umschlagen. Oh, ist das rutschig. Oh Mann. Oh Gott. Falsche Richtung. Mann. Ich will wieder gut schlafen, Leute. Wenn ich ankomme. Da oben war ich. So, ich bin schon ziemlich weit abgestiegen. Es ging besser, als ich dachte. Aber ich habe auch noch ein ganz schönes Stück vor mir. Ich bin total nass geschwitzt. Wahrscheinlich mehr vor Angst. Leider Gottes ist die Tour heute hier drin zu Ende. Aber es ist so schönes Wetter. Ich würde sonst was dafür geben, wenn ich jetzt hier einen Schlafplatz hätte und hier die Nacht bleiben könnte. Aber sollte diesmal nicht sein. Manchmal läuft es halt einfach nicht. So, nachdem ich eben schon 10 Minuten gequatscht habe, ohne dass die Kamera an war, jetzt noch die Kurzfassung. Ich bin halt natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dass schon am ersten Tag meiner geplanten Rundwanderung sozusagen das Vorhaben gescheitert ist, weil ich werde hier jetzt nicht nochmal den gleichen Weg hochgehen und das nochmal in Angriff nehmen. Es ist einfach eine zu lange Distanz bis zum ersten möglichen Schlafplatz, den ich noch nicht mal in Aussicht hatte. Also ich hätte da noch ganz weit runtergehen müssen, um überhaupt das Gelände zu checken. Und ja, mir war das auch nichts, da oben auf der Scharte zu übernachten. Das Wetter soll nicht so beständig bleiben und dafür bin ich dann vielleicht doch schon zu alt. Erstmal ist es auf jeden Fall trotz alledem kein verlorener Tag. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich habe eine ziemlich anstrengende Wanderung hinter mir. Muss natürlich noch bis zum Auto. Das ist noch ein Stück, aber es geht ja nur bergab. Jetzt hier nochmal zu sitzen mit der Abendsonne. Ich sag euch, das ist so schön. Am Ende ist alles so gut, wie es ist. Und alles hat seinen Sinn. In dem Sinne sage ich erstmal Tschüss, obwohl ich überhaupt nicht weiß, ob ich von dieser Art Video irgendwas hochlade, weil es ist wahrscheinlich hornlangweilig zum Angucken. Okay, ihr Lieben, ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Neuen Plan, neuen Tag. Aber so im Moment ist es trotzdem ein Traum. Ja, was soll ich sagen? Regen, Regen, Regen. Oh Mann. Also ich hatte echt gestern Glück mit meiner kleinen Tour. 1000 Höhenmeter waren jetzt nicht wirklich wenig und ich war echt froh, als ich am Auto angekommen war. Ja, da war schönes Wetter. Aber es war auch eine gute Entscheidung, wirklich nicht dort oben auf der Scharte zu übernachten.
weil es fing schon in der Nacht wieder an zu regnen und ja, es ist grau in grau. Also ich habe jetzt hier so ein bisschen Kartenmaterial sortiert und gesichtet und endlich nochmal, jetzt hier nochmal mein Netz genutzt. Ich bin jetzt hier in einem Ort an einem, auf einem Parkplatz, weil an diesen Wanderparkplätzen, die für die Wanderrouten gedacht sind zum Starten, da ist kein Netz. Also da habe ich jetzt zwar ein paar Tage mehr oder weniger verbracht und mal so ein bisschen gependelt zwischen verschiedenen. Ja, und jetzt bin ich hier in so einem Ort, um Netz zu haben und meine Tour nochmal zu überdenken. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich jetzt nach Osttirol fahre. Also ich bin jetzt hier im Moment südlich vom Dachstein, würde ich jetzt mal grob sagen. Das sind ungefähr 150 Kilometer. Da habe ich für eine Route mehrere Varianten, aber ich bin jetzt immer eher skeptisch, weil das, was man sich so am Computer zu Hause ausdenkt, am Schreibtisch, ist das eine, aber wie es dann in Wirklichkeit ist und wie man in welcher Verfassung man ist, das sind nochmal andere Punkte. Und genau, ich habe das Netz auch genutzt, um zu gucken, wie es Wetter werden soll. Also in Osttirol wird es vielleicht ein bisschen besser, deshalb auch die Entscheidung, dahin zu fahren. Wenigstens für ein, zwei Tage soll es ein bisschen besser werden ohne Regen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es zwischendurch mal regnet. Dafür habe ich ja auch alles, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, im Regen loszulaufen und 4 Tage oder 5 Tage nur im Regen unterwegs zu sein. Vor allen Dingen, man sieht ja gar nicht, die ganzen Berge sind nicht zu sehen. Macht keinen Sinn für mich. Na gut. Ja, ich melde mich dann wahrscheinlich aus Osttirol das nächste Mal. Vom Trekkingfunk. Ja, Leute, ich kann es nicht glauben. Hier sind 18,5 Grad. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Eben kam auch schon mal ein bisschen die Sonne raus. Zumindest muss ich mich nicht wundern, warum ich so schwitze. Geil. Oh, ich hoffe, das wird jetzt, ist ein gutes Omen für die nächsten Tage. Auf dem Weg nach Osttirol habe ich jetzt noch eine kleine Oh, da ist gerade ein Greifvogel ganz dicht an mir vorbeigekommen. Geil. Und ja, hier ist dieser kleine Bach. Ganz süß, konnte ich mich ein bisschen erfrischen. Hier ist gerade so schön, es ist so warm. Ich bin überhaupt nicht mehr gewohnt, im T-Shirt rumzulaufen. Richtig schön. Ja, ich würde sagen, weiter geht's denn Richtung Osttirol. Noch 60 Kilometer. Und ja, bis dahin. So, ihr Lieben, ich bin am Parkplatz angekommen. Troja Alm ist das hier, der Parkplatz. Ja, ganz schön. Hier geht der Weg morgen lang. Ja, aber ihr seht, es ist auch trotzdem ziemlich wolkig, aber es regnet nicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, dann werde ich mich mal hier einrichten. Das Durcheinander im Auto mal ein bisschen beseitigen. Genau, dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich. So, ich melde mich jetzt dann nochmal aus dem Auto. Das Licht ist schon ganz schön schlecht, aber mit der großen Kamera komme ich, glaube ich, hier auf dem engen Raum nicht zurecht. Ja, ich würde euch nur noch mal teilhaben lassen, wie es hier aussieht. Ich habe meinen ganzen Rucksack noch mal auseinandergenommen. Ja, ich sortiere jetzt noch mal aus, was wirklich mit muss oder was nicht doch hier bleiben kann. Und ich habe auch meine, siehst du genau, ich habe meine Route auch noch mal mir detaillierter aufgeschrieben. Also das ist ein Fehler, den werde ich auch wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ich habe mir meine Route mit Komoot zusammengestellt, habe mir die aufs GPS übertragen. Das GPS hat gesponnen. Ich konnte also überhaupt nicht mit dem GPS laufen, geschweige denn mich wieder zum Ausgangspunkt zurücknavigieren. Das war schon mal scheiße. Jetzt habe ich die Routen, die ich hier vielleicht noch brauche oder so, nochmal raufgespielt, als ich Netz hatte. Das ging ganz gut. Es regnet übrigens gerade.
Ja, ich habe mir jetzt alles auf den einen Routenplan, ich kann euch das ja mal zeigen, drauf gemalt. Oh. Also, wahrscheinlich blickt jemand anders überhaupt nicht mehr durch. Ich stelle euch mal um. So, vielleicht kann man es jetzt ein bisschen besser erkennen. Also ich habe mir halt zu einzelnen Punkten angeschrieben, wie weit es ist, wie hoch das liegt. Noch irgendwie ein Hinweis, da ist eine Hütte, da ist das. Und deshalb, ja, ich bin erstmal positiv, vorsichtig positiv für morgen. Und pack jetzt mal meinen Rucksack noch hier fertig, solange wie es noch hell ist. Und dann geht's morgen weiter. Aber es ist auch gut so. Ich bin zwar heute viel gefahren, ist auch ein bisschen anstrengend gewesen, aber ich merke ganz schön meine Beine von gestern. Und deshalb ist es. Genau. Ich babbel einfach zu viel jetzt. Ich mache jetzt aus. Ich hoffe, ich kann euch morgen und die nächsten Tage schöne Bilder zeigen. Also, bis dann. Ja, guten Morgen. Was soll ich sagen? Es regnet. Aber es gibt Hoffnung. Kann man jetzt sehen. Ja, es ist alles frisch und bereit. Aber ich sehe da blauen Himmel und Wolken, die ein bisschen rötlich scheinen von der Sonne. Schön. Ich bleibe natürlich noch ein bisschen liegen. Gerade mal 6 Uhr. Leute, ich muss raus aus dem Bett. Es sieht ja so geil aus. Ach, herrlich. Ist auch gar nicht mehr kalt. Und die ersten Sonnenstrahlen. Geil. Soll ich durch? Noch jemand? Oh, ihr glaubt gar nicht, wie ich das gerade genieße, hier draußen zu sein. Es riecht so gut. Es ist so schön hier. Einfach herrlich. Mann, wie habe ich mich darauf gefreut. Mann, ist das schön. Ist das schön.
hoffe, ihr hört mich überhaupt mit dem Wind. Ist das nicht ein Traum hier? Ich bin übrigens auf 2020 Meter Höhe schon. Für den Schlafplatz ist es auf jeden Fall noch zu früh. Es ist 12 Uhr. Ich glaube, ich bin jetzt schon so auf 2300 ungefähr. Puh. Ich weiß nicht, ob man die Hütte da unten sieht. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gefragt, ob noch ein Platz frei ist. Und natürlich Pech gehabt. Jetzt quäle ich mich hier hoch. Aber es sollte nicht mehr weit sein. So, hier irgendwie rüber. Aber es sieht auf dem Bildschirm so flach aus. Es sind bestimmt noch 100 Höhenmeter. Und dahinter muss ich gucken. Da brauche ich unbedingt einen Platz zum Schlafen. Ja, es ist jetzt 16 Uhr, habe ich glaube ich schon gesagt, und es ist eigentlich noch nicht zu spät, aber es zieht so ein bisschen rein und ich kann auch nicht mehr. Ich bin jetzt schon, denke, 8 Stunden unterwegs. Ich bin jetzt hier auf der roten Lenke, 2794 Meter. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, da hinten gibt es so ein bisschen grüne Fläche. Das ist meine einzige Hoffnung für heute Nacht. Sonst wird es haarig hier. Ist auch echt kalt. Aber ist das nicht schön? Ist es nicht? Das ist doch ein Traum. Okay. Das ist übrigens ein interessanter Moment. Wenn man realisiert, dass es kein Zurück mehr gibt. Also vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn man keine Aussicht darauf hat, dass man einen Platz findet. Ich habe ja jetzt einen Platz vor Augen. Ich hoffe es zumindest. Und ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher. Ziemlich gut. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich, was der Kopf sagt. Den Tag, wo ich umgedreht bin, da hat der Kopf einfach gesagt, nee, das wird heute nichts mehr. Und heute ist es irgendwie anders. Ich hätte auch an der Hütte, als ich nach einem Bett gefragt habe und kein Bett mehr frei war, hätte ich auch noch mal umdrehen können. Wäre wahrscheinlich im Dunkeln am Auto angekommen. Wenn meine Vernunft es gewollt hätte, dann hätte ich das gemacht. Aber ich fühle mich hier sicher. Ich fühle mich hier, weiß ich auch nicht, mir kann nichts passieren.
Manchmal ist es so, manchmal ist es anders und manchmal ist es so. Und wenn ich euch zeige, wie es hier aussieht, dann versteht ihr mich überhaupt nicht wahrscheinlich. Aber jetzt kommt's. Hier unten gibt es doch bestimmt eine gerade Stelle. Fängt übrigens gerade wieder an zu nieseln. Das ist hier, das ist mein Zuhause für die Nacht. Ich habe sogar Wasser hier. Hätte irgendwie nicht besser sein können. Das baue ich mal auf, schnell. Ja, das Zelt steht und es fängt auch gerade an zu regnen. Ich bin echt fertig. Also ich bin 12 Kilometer weit gelaufen. Das hört sich erstmal überhaupt nicht viel an, ja? Ich bin 11 Stunden gelaufen. 1 km/h. Also ich bin 1600 Meter losgelaufen am Parkplatz. Und der höchste Punkt heute war da oben der Gipfel mit, sagen wir mal, knapp 2800 Metern. Ich werde schlafen wie ein Baby. Schon schön, so ein warmes Essen. Es ist jetzt 6:30. Ich würde mal sagen, in einer Stunde wird es dunkel. So, ich bin jetzt irgendwie schon in meinen Schlafsack gebrochen. Aber es ist auch schon 8:30, glaube ich, fast. Genau, und deshalb mache ich jetzt die Kamera endgültig aus und melde mich dann morgen wieder. Die ersten Sonnenstrahlen, es ist unglaublich. Ich habe so gefroren in der Nacht. Aber wahrscheinlich auch, weil der Körper so ausgepowert war. Es war eigentlich eine Nacht wie jede andere und der Schlafsack ist super. Aber ich habe gefroren. Und jetzt die Sonne. Ich habe kaum zu hoffen gewagt, dass die Sonne heute rauskommt. Oh. Geil.
Von dort oben bin ich gekommen gestern. Hier runter. Hier habe ich irgendwo übernachtet. Und jetzt geht's schon wieder hoch. Ich habe mir so ungefähr 13 Kilometer schon wieder vorgenommen für heute. Das ist ganz schöne Herausforderung. So, ich stehe auf der ersten Scharte. Der erste Höhenpunkt ist erreicht für heute. Aber es war erst der Anfang. Ich habe gerade nochmal auf der Karte geguckt. Es geht nachher noch höher und erstmal geht es wieder ganz schön runter. Das Wetter ist doch einfach der Hammer, oder? Nach so vielen Tagen Regen. Besser kann es nicht sein, ja? Oh Mann, herrlich. So, hier geht es jetzt gleich runter. Und da hinten wahrscheinlich wieder hoch. Ich sehe lustig aus. Wenn nicht, dass ihr denkt, es ist kalt. Die Sonne hat mich heute so schon geschafft, dass ich mich jetzt lieber noch ein bisschen schütze. Es ist nämlich, die steht immer noch so hoch und ich habe bestimmt schon Sonnenbrand, Sonnenstich. Die Platzsuche war heute wieder ziemlich schwierig. Ich bin jetzt gerade hier unten im Tal eine Hütte vorbeigekommen, eine große Hütte, aber auch kein Platz frei. Und ja, dann bin ich hier glücklicherweise ziemlich geschützt. Ich bin auch in einem Kuhweidegebiet. Die Kühe sind da unten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, ich bin echt fertig. Deshalb, ich habe heute auch irgendwann nicht mehr viel gefilmt. Aber so geht es mir gut. Aber mal sehen, wie die Nacht wird. Also ich will auch das Zelt nicht aufstellen. Ich habe mir jetzt nur diese Plane hingelegt. Soll trocken bleiben, hoffe ich mal. Sonst habe ich ein Problem. So, ich kann euch ja nochmal so einen Rundumblick geben. Mal sehen, ob es gegen die Sonne überhaupt klappt. Ja, so sieht es hier aus.
Oh, guten Morgen. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Mir war überhaupt nicht kalt, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das war eine gute Nacht. Was ist eine Stille hier? So, ich bleib jetzt noch ein bisschen liegen, bis die Sonne rum ist. Okay, bis später. Ich habe mal das Thermometer in den Schlafsack gepackt. Und wo ist es jetzt gleich? Es ist 22, über 22 Grad. Nicht schlecht. Mann, ist das schön. Herrlich.
gerade besucht. Na? Seid ihr neugierig? Herrlich. Ich glaube, es geht auch nur noch bergab. Glaube ich. Erstmal. An der Hütte da hinten geht der Weg da so lang. Ich hoffe, das ist mein Weg. Eieieiei. Könnt ihr euch sicher vorstellen, wie warm das heute ist. Aber es ziehen auch Wolken auf. Das letzte Mal, dass ich meinen Wetterbericht aktualisieren konnte, ist schon 3 Tage her und da war, glaube ich, für heute Nachmittag ein bisschen Regen angesagt. Aber wie gesagt, ist nicht aktuell. Aber es sieht so aus ein bisschen. Naja. Okay, weiter geht's. Okay, Leute, ich habe mich verlaufen. Trotz GPS-Gerät. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Jedenfalls versuche ich jetzt über einen anderen Weg auf meinen eigentlichen Weg wieder zu kommen. Aber es ist natürlich ein riesen Umweg. Und muss ich erstmal gucken, wie das läuft. Es ist noch ein ganz schöner Aufstieg. Und wenn ich euch mal umdrehe, sieht es so aus. Und das zieht auch her, würde ich sagen. Naja, so, und da oben muss ich hin. Vielleicht sieht man das kleine gelbe Schild. Da muss ich erstmal hin und mich neu orientieren. So, mal schauen. Jetzt ist die Frage, geht's hier runter oder geht's hoch? Hoch. Scheiße. Scheiße. Oh, noch mal ein Gipfel, richtig. Eieiei. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ein riesen Umweg. Und hier sind lauter Fliegen. Kann ja nicht mal klar denken. So, ich musste jetzt eine Entscheidung treffen, nämlich dass ich hier oben bleibe. Das Wetter ist zwar irgendwie zwiegespalten, aber ich hoffe jetzt einfach mal das Beste, weil dieser Umweg, sag ich mal, der würde mir jetzt einfach noch zu viel Kraft kosten. Das schaffe ich nicht mehr. Problem ist nur, es ist jetzt erst 15 Uhr und ich bin nicht sicher, wie viele Leute hier noch vorbeikommen. Bei der Wetterlage hier oben ist es vielleicht nicht so toll. Aber ich bin einfach zu kaputt, wirklich. Ich kann keinen Schritt mehr gehen.
guten Morgen. Es ist jetzt 7 Uhr und ja, die Nacht war nicht schlecht. Also trotz der Gewitter ringsherum habe ich ziemlich gut geschlafen. Oh Mann, das ist so schön hier. So schön. Ja, ich habe alles zusammengepackt. Ja, und nun werde ich loslaufen. So früh wie noch nie. 7 Uhr. Ist auch noch ein bisschen frisch, aber ich habe ja gleich Anstiege vor mir. Ich würde sagen, dann geht's wieder weiter. Geschafft. Irgendwie bin ich vom Weg abgekommen. Oh. Mal wieder. Mann, ich schmier Gänsehaut. So früh, so oben zu sein. Irgendwo da hinten habe ich die Nacht verbracht. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier lang. Muss ich hier lang? Oder da lang? Scheiße. Oh, das muss ich erstmal kurz genießen hier. Ja, also ich muss tatsächlich hier diesen Grat lang. Hauptsache der Wind bläst nicht so über die Kante. Nur mal so viel dazu, wie genau das GPS-Gerät ist, ja. 2653 steht hier Höhe. Und auf dem Schild stehen 2720. Was das Navi sagt. Ja, kommt noch ein Gipfel. So, GPS sagt 2640 Meter. Wie auch immer. Ich muss jetzt hier um den Hügel rum und dann auf den nächsten Gipfel.
glaube, man sieht es ganz gut, ne? Hier den Weg so lang. Dann muss der irgendwie wieder hier hochgehen. Wieder auf dem Grat. Da oben ist auch ein Gipfelkreuz, genau. Da muss ich hin. Jawohl. Boah, es ist schön und es ist eigentlich sehr angenehm, dass die Sonne hinter den Wolken ist. Weil das war schon ganz schön heavy, meine Haut. Bergab ist auch anstrengend. Oh Mann, schon wieder so viel Höhe verloren. Da muss ich alles nachher wieder hoch. Ich habe noch mal einen schönen Blick hier in das Tal, wenn man so will, wo ich gestern lang gelaufen bin. So, da geht's hoch noch. Da hinten. Und ich sage euch ehrlich, viele Gipfel werde ich auf dieser Tour nicht mehr schaffen. Ich bin nämlich echt mit meinen Kräften jetzt langsam am Ende. Aber es macht super Spaß. Es ist einfach toll. Ich bin froh, dass sich alles noch so gedreht hat nach den ersten Tagen im Regen. Und im Auto warten, spazieren gehen, warten. Oh. Ach so, ja, bin ja nochmal hierher gefahren. 150 Kilometer, genau. Also hat sich schon alles gelohnt und ich bin total happy. Wasser. Hoffentlich was zum Abzapfen, was Fließendes. Hört sich erstmal nicht so an, als wenn da was fließt. Aber ich guck trotzdem mal. Ich muss zwar wieder das Stück hoch. Ah, direkt neben Kuhfladen. Scheiße. Scheiße. Meine Hände sind total verbrannt. So, jetzt nochmal schnell hier Mütze und Tuch nass gemacht. Boah, ist ganz angenehm. Und dann geht's weiter. Guck mal zur Uhr. 10:30.
Und übrigens, was ich noch sagen wollte, etwas, worüber ich mich total freue, wenn ihr lange Touren vorhabt, so ein Bodenfach, ist eine coole Erfindung. Mein ganzer Müll ist da drin, die ganzen Tüten, und es ist weg. Der ganze Scheiß ist weg. Und weil die Rödelei mit dem Rucksack hat man sowieso jeden Tag. Das ist, tut eine gewisse Ordnung gut, sagen wir mal so. Und wenn der Müll weg ist und nicht mitten im Rucksack ist, ist super. Boah, herrlich, wenn das alles runterläuft hier. Herrlich. Genug getrödelt. Oh Mann, ich kann mich nicht satt sehen. Sieht so schön aus. Ein Traum. Mutterseelen allein hier. Fühlt sich auch gut an. Da läuft keiner lang hier. Ist es nicht herrlich? So, ich hoffe, man hört mich trotz des Windes. Also hier ist wirklich kein Wanderweg mehr zu erkennen. Außer alle 100 Meter oder so. Roter Pfeiler, den muss man aber auch erstmal sehen. So, roten Pfeiler erreicht. Und dann geht's immer auf die Suche nach dem nächsten Schild oder nach der nächsten Farbe. Ah, da ist was. Ach, und da hinten auch. Okay, einmal quer hier lang. Das wäre schon mal was. Stockstecken. Ich sag euch, dieser letzte Weg hier ist der beschissenste von allen. Ich habe totale Angst, dass ich mir die Beine breche. Und ihr glaubt gar nicht, wie heiß das ist. Das wird immer heißer, umso weiter ich runterkomme. Das ist so krass. Ich verbrenne. Meine Haut verbrennt. Oh, kurz Schatten. Puh. Oh. So ein Kilometer Abstieg kann ganz schön lang sein. Und lange dauern vor allem. Es ist geschafft. Soweit erstmal das Schlimmste, glaube ich. Hoffe ich. 4 Kilometer sind es bestimmt immer noch, denke ich. 3 oder 4. 4 eher. Leute, entweder bin ich zu blöd.
Alter, ich krieg dieses Tor nicht auf. Der Riegel hier. Aber der ist hier. Hier ist der Stift drin. Ne? Ich kann das gar nicht bewegen. Wahrscheinlich hat hier keiner mehr damit gerechnet, dass hier jemand langkommt. Ich kann das gar nicht glauben. Tja, hier ist wohl alles nichts. Mann, ey, das braucht man echt nicht, wenn man schon völlig knülle ist. Guck ich mir das hier nochmal von hier an. Das ist vielleicht nur... Ah. Ha. Ja, man muss unten mit dem Fuß ein bisschen das Tor drehen, dass man das Ding rein und raus kriegt. Mann, Schulze, Bauingenieur. Gut, kleine Sportübung am Rande. Ich kann ja auch gleich mal was trinken. Aber irgendwie ist es wie ein Märchen, weil ich bin hier ganz alleine. Erinnert mich schon wieder ein bisschen an den Film Die Wand. Völlig abgeschieden hier das Tal. Bis auf drei Kühe, die da hinten lagen. Und irgendwie ist es wie immer. Bei mir muss die letzte Etappe immer noch eine Ruckaktion sein anscheinend. Aber als ich noch oben in den Bergen war, war es einfach noch zu früh für einen Schlafplatz suchen. Eine Hütte war sowieso gar nicht mehr auf meinem Weg. Nee, mit der Sonne, ich kann ja nicht um 14 Uhr schon aufhören zu laufen und dann irgendwo in der Sonne hocken. Schaut mal, ist das nicht märchenhaft? Schön, oder? Wie im Märchenwald. Ist übrigens ein interessantes Gefühl, wie ich das gerade genieße, durch die grüne Natur hier zu gehen. Hier ist zwar ganz viel auch trocken und so, aber ihr wisst schon, was ich meine. So schön beeindruckend ich diese bizarre Welt da oben fand, so schön ist das hier auch hier. Ist ungewohnt für die Augen. Oh, die ersten Häuser. Die ersten Häuser seit 3 oder 4 Tagen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, welchen Wochentag wir haben. So, war jetzt doch nicht so schlimm die Straße und weshalb ich die Kamera gerade angeschmissen habe. Ich sehe den Parkplatz. Ja, oberhalb dieser Brache. Da, das ist der Parkplatz. Ja, und weshalb ich mich so freue aufs Auto unter anderem ist, dass ich mir bei meinem letzten Einkauf hier in Österreich ein Glas Kapernäpfel gekauft habe. Gibt's gar nicht, ich freue mich. Wenn da natürlich jetzt jemand kommen würde und mir eine Salamischnitte in die Hand drücken würde, wäre auch nicht schlecht. Jetzt rede ich doch so viel. Eigentlich wollte ich euch ja erst am Auto noch meine letzten Worte sagen. Ich habe das übrigens alles jetzt schon mal gequatscht. Da war die Kamera aus. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich meine Worte noch mal zusammenkriege. Ja, diese Touren machen einfach... Mann, ist das eine Scheiße. Habe ich alles schon mal gesagt, das ist mir so gut gelungen. Ich freue mich auch ganz doll darauf, die Sachen nachher zu schneiden. Obwohl es mir auch ein bisschen grault, alles zu sichten, wirklich. Ich habe bestimmt auch viel gefilmt, was keine Verwendung findet. Das war ja simpel. Ich sehe mein Auto schon.
Das ist also auch nochmal ein Fazit vielleicht. Sonnencreme immer einpacken. Immer. Es fängt gerade an zu regnen. Es ist wie ein Drei-Gänge-Menü. Oh Mann, meine Hände. Aber ich hätte jetzt auch nicht bei der Sonne mit meinen Handschuhen wandern wollen. Ich hab Handschuhe bei. So, ich melde mich jetzt nochmal aus dem Auto. Ist jetzt schon 7:30. Ich werde jetzt die Nacht hier noch im Auto verbringen. Morgen mir noch die Zeit ein bisschen irgendwie vertreiben. Wahrscheinlich fahre ich mal in irgendeinen Imbiss und esse eine Riesenportion Pommes oder so. Und dann werde ich mich langsam wieder auf den Heimweg begeben. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Tour, bis zum nächsten Abenteuer. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf.